mein kleines Schweinchen. Nein, ich dachte, vielleicht fange ich mal die Moderation so an, weil gerade in heutigen Zeiten, es gibt ja Rassismus, es gibt ja alles Mögliche. Aber wer macht denn Let's Plays für Schweine? Genau. Für Tiere, für die Tiere, weißt du? Animalische Let's Plays. Deswegen dachte ich mir, wir sollen da nicht weiter ausgrenzen und machen auch mal was anderes. Ja, du machst schon immer Let's Plays für Schweine, guck dich mal an, du Bastard. Ja, komm. Ja, wo sie recht haben, haben sie recht, ne? Nein, das war gemein. So, boah. Das, boah, ich sag ja, das war gemein. Darfst du auch nicht sagen, ne? Du darfst überhaupt nichts sagen. Weil nee, es wir sagen immer besser gar nichts mehr. Lass doch einfach mal ein Gameplay machen, wo wir einfach mal nicht reden, 20 Minuten. Das wäre auch gut für die Taubstummen. Ja, siehst du mal, man soll auch an die denken. Und da gibt's ja, ja wirklich welche in der Community, das muss man ja sagen. Habe ich schon oft bei Story Games gelesen, dass viele Leute halt die Spiele schauen und dann auch die Untertitel sehen wollen, weil sie nichts hören. Hatte ich schon krass. Ein, zwei Kommentare. Und da mache ich das auch echt gerne. Also gucken teilweise auch taubstumme Let's Play. Schauen dann halt nur das Gameplay halt und über die Untertitel erfahren sie dann auch, was hier geht. Das, ne? So. Macht bei dir natürlich auch die Witze erträglicher. Ja. Nein, das war gemein. Boah, der war echt gemein. Boah, der war richtig, richtig gemein. Nicht gegenüber mir, weißt du, was ich meine? Oh Mann, der Gong ist so ein Arschloch. Aber verzeih ihm das, er ist nicht in Wirklichkeit so. Ich entschuldige mich gerade für dich, ich werde nichts falsch sagen. Ich krieg meine Texte vorgeschrieben von der RTL2-Redaktion. Ja, das kann ich nicht für. Also, wenn ihr euch beschweren wollt, RTL2-Redaktion 90210 Köln. Ja, das ist dieselbe, die Berlin Tag und Nacht macht. Ja, das erklärt vielleicht einiges. Und mitten im Leben. Das erklärt vielleicht einiges. So, ich bin jetzt runtergegangen und das Blöde ist, ich weiß nicht, wie ich wieder hochkommen soll. Ich habe mich, glaube ich, gar nicht so viel erinnert. Oh, wir dürfen nicht Berlin Tag und Nacht ist. Da gucken bestimmt viele, viele Berlin Tag und Nacht hier. Ist erstaunlich, wie viele das gucken. Das ist mir echt. Ja, also gibst du es zu? Guckst du Berlin Tag und Nacht? Ich, ja? Nee, never. Also ich habe einmal reingeschaltet, aber das war's. Das war's auch. Also ich glaub, kann schon verstehen, warum, aber dass manche Leute glauben halt, das wäre echt, ne? Überhaupt, die Welt ist so oft so leichtgläubig geworden. Hey, Leute glauben, das ist echt? Ja, viele Leute glauben, das ist echt ohne Scheiß. Es gibt Leute, ich kenne zufällig eine von, hier, wie heißt das, Verbotene Liebe und so. Und die spielt da irgendwie wen, der nicht so cool ist, ja? Und die wird teilweise auf der Straße angeschissen, wie sie das denn tun könnte und so. Also es gibt Leute, die checken es nicht. Es gibt echt Leute, die checken es nicht. Ich meine, Leute denken auch so, meine YouTube-Channels wären echt. Ja, gut, das stimmt. Ja, kann man ja auch mal sagen. Ist ja wahr. Ist ja gar nicht mal so gelogen. Nö. Also, darf ich das aussagen? Diese gecasteten Sachen, weißt du? Wir sind die besten Freunde, wisst ihr, wir bei uns. Wir kannten uns vorher gar nicht, bis wir die YouTube-Channel gemacht haben. Genau. Also, ach, oh, Träumchen. Ja, das war das Casting damals. Ich weiß auch nicht, wie die dich da bei RTL damals... Du, ich hab das Geilste ist damals, ja, was die wenigsten wissen, wir sind nur zu Studio 71 gegangen. Ja, das ist ja unter anderem von ProSieben, weil wir RTL-Spione sind. Ja, ich find, jetzt können wir es mal sagen, natürlich, wir können die Bombe mal platzen lassen. Ich dachte, das wäre eh schon bekannt. Achso, weil wir einmal bei Nachtjournal waren. Hast du das da, ja, ne? Hey, geht das wir waren ja bei Nachtjournal, da gab es ja den Shitstorm schon. Wie könnt ihr nur zu RTL gehen? Weißt du, bei Nachtjournal. Ich meine, RTL macht ja nicht nur Scheißsendungen, das kann man auch nicht sagen. Und ich habe dich bestimmt schon dabei erwischt, wie du RTL geschaut hast. Und ich auch. Und das ist auch völlig okay. Ich muss dazugeben, wenn ich RTL gucke, dann gucke ich am liebsten diese Assi-Formate. Ja, aber ich komme zum Beispiel auch mal ab und zu Stern TV oder so. Weißt du, das kannst du ja einfach mal reinziehen. Es kommt da wieder mit sowas. Ja, also... Ich gucke ja Stern TV, denn ich bin der gebildete Sachzahn. Das ist einfach keine Bildungssendung, ist einfach so. Das kann man wirklich nicht sagen, eigentlich leider sogar. Weißt du, was mir gerade auffällt? Sollen wir den Boden oben auch als Boden machen? Weiß ich, wir können ja verschiedene themed Floors machen. Floors. Ich find's cool irgendwie, dass wir das Schwein in der Hütte haben, ey. Ich auch. Ich will doch, nicht, ich warte bis es Nacht wird, aber ich glaube, das wird sich nicht verändern, oder? Oh, wir können auch Stacked Stonewall machen. Stacked Stonewall. Also richtig. Oh, das ist auch ganz cool eigentlich. Da können wir oben vielleicht mal richtig, wenn man reinkommt, naturell. Cool, ich kann nur einen machen. Warte mal, ich muss. Ah, das mit den Rots ist irgendwie sinnlos. Dass man erst Stone Slabs. Ah, du hast ja ewig viele gemacht, geil. Oder war ich das sogar? Ich weiß nicht. Ich finde das, nee, ich habe da welche reingehauen. Ich finde das mit den, ich finde das ein bisschen sinnlos mit den, dass man so kleine Stücke, die viel hässlicher sind, nicht eben mal rausschlagen kann, direkt. Das finde ich komisch. Nicht da jetzt so, richtig? Ich meinte mal im Vorgarten weiter. Das ist mit der Leiter noch ein bisschen ungeil, dass die irgendwie die Hälfte von einem Block wegnimmt, dass sie so fett ist. Ah, das finde ich aber nicht so schlimm. Also, es gibt Schlimmeres. Nein. Doch. Sehe ich nicht. Das ist das Schlimmste von der Welt. Huch, was habe ich denn da jetzt mitgenommen? Bedrock. Aha. Die gibt's auch. Für dein Bett.
Damit du endlich was in der Hose hast. Ja, was? Ein Bett in der Hose? Was läuft bei dir falsch? Ich habe auch nicht drauf, ehrlich gesagt. So einfach so ein Scheiß erzählt hier. Oh Mann. Aber du gerade hier bist. Hallo. Oh, Alter. Alter, die Leiter ist ein bisschen mies. Ich muss hier das gleich noch ordentlich machen, keine Sorge. Die Leiter ist ein bisschen mies. Aber das finde ich, find die Leiter hier. Guck mal, wie gut die da am Block direkt anliegt. Das finde ich halt ein bisschen schäbig, muss ich zugeben. Also. Ja, vor allem brauchen wir hier jetzt wenigstens eine Treppe hoch oder so. Ja, ich hab doch hier. Alter. Boah. Da stirbt 100 Pro noch einer, aber wenigstens dann direkt an so einer Basis. Vielleicht sollte der immer seine Urne da liegen lassen, damit wir dann wissen, wie wir zurückkommen. Jetzt ohne Scheiß. Ist gar nicht mal so eine dumme Idee. Aber ich will meine Urne da noch nicht hinlegen. Ich bin noch zu jung. Warum? Wir sind nicht mehr jung. Zum Sterben? Meinst du? Achso, meinst du, ist schon Zeit, ja? Ist ja vorbei, Alter. Mittelalter wären wir schon absolut in der Raid. Ja, im Mittelalter wären wir schon Schweinefutter wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich wirklich. Okay, cool, meine Stone Mining Cell. Die kann man also reparieren, wenn man eine neue baut. Deswegen kann man die auch nicht zerstören. Irgendwie habe ich jetzt gecheckt. Ich versuch mal hier. Oh, es wird dunkel. Oh Gott. So, ich versuch mal gerade. Hä? Warte mal, machen wir das da vielleicht drüben auch so? 5. Da muss doch irgendwas drin liegen. Ah. Steuerung immer noch sehr verwirrend. So, ich tue dieses eine Teil jetzt. Alter, mein Inventory ist voll! Wie kann's denn sein, Mann? Ich hatte da noch eine Chest gebaut, oder? So, 6. Wo auch immer die ist. Okay, das war das Wood Inventory. Ach so, Erik hat sich voll an. Wir machen da nur ein Holzinventar, eine Holzkiste drin. Stone, TNT. Ach so, ja, wusste ich doch nicht. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ist das für dich okay? Ja, ja, ist für mich okay. Ja, wenn du das so siehst. Oh Mann, ey. Ach, Trommel. Egal, ey, du hast auf jeden Fall noch ein paar gut an die Nummer, die ich hier gebracht habe. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Wie? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Was? So. Ich hab schon wieder meinen Teleporter irgendwie auf. Das kann doch nicht sein. Ich hab das Gefühl, der setzt sich manchmal so extra dahin. Ja, ja, es liegt am Teleporter, doch. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch sofort. So, ich hab die Workbench hier, mache ich richtig schön uns, Erich. Mach sie richtig schön. Das finde ich schön, das finde ich gut. Das wird richtig angenehm. Du wirst es hier lieben. Der Leiter ist echt noch gefährlich, aber ich glaube, man muss die nur richtig hoch und runter gehen. Ja, die Frage ist, ob wir da vielleicht eine Treppe bauen, runter, so eine gerade. Wir haben ja Treppen, können wir ewig viel basteln. Also man kann, man kann hier schon die Leiter runtergehen, man muss sich nur vorher umdrehen. Vorher umdrehen und gegen die Leiter drücken dann. Dann kannst du ja auch runter. Das ist gefährlich. Ich sterbe da doch 100 pro, bei meinem Glück. Ja gut, das kann sein. Also ganz ehrlich, ich sterbe da auf jeden Fall. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Tippt ihr, wird der Sarata mal von dieser Leiter fallen in den Tod? Sag mal, wo ist denn das Schwein? Das weiß ich nicht, das wird verschwunden. Vielleicht hat sich's vielleicht sehr. Du hast die Tür offen stehen lassen. Ja, und? Was bist du nur für ein Mensch? Ja, ach so. Aber da ist es, das ist verwandelt. Ja, das ist ja. Oh, sehr süß. Du hast dir vollgelacht. Bleib komm stehen. Rein. Komm rein. Willst du es echt so halten? So, warte, vielleicht können wir das da runter. Okay, so, okay. Aha. Ah, lohnt sich nicht. Nimm ruhig. So, ich schnapp mir das eh immer alles. Ach so, da habe ich die Truhe geballert. Das hier ist also die Kiste für alles, ja? Das hier? Ja, die ist jetzt neu. Warte, geh mal weg kurz. Dann stehe ich da noch eine hin gerade. Oh, wir kriegen wieder Besuch. Wer ist das denn? Mach einfach mal die Tür zu, dann kommen die gar nicht rein. Hä? Das sieht ja richtig lieb aus. So, jetzt noch eine Kiste für alles da. Jetzt haben wir eine Sortierung, gebe ich auf. Tue ich ein Bett in die Kiste. Kann man Schilder bauen, wo dann vielleicht draufsteht irgendwie für Holz oder sowas? Oder einfach nur Holz? Ich habe keinen Plan. Das wäre aber super, ne? Wenn man sich das so ein bisschen sortieren könnte. Bei Minecraft ist das ja auch eine goldene Regel eigentlich. Dass ich das muss mal ganz dringend. Oh, was ist das denn? Oh, ein Holz. Wir können Holzfenster bauen. Das ist ja geil. Und für einen Tisch brauche ich Stone Rod und Wood Rod. Das sieht ja beschissen aus. Alter. Stone Rod. Aber Wood Rods hatte ich doch.
Hab ich alle vorbei. Stone Rot und Wood Rot. Guck mal, Gregor. Warte. So. Und dann? Hier können wir so einen Vorgarten machen mit richtig schönen, tollen Sachen. Warte. Was anpflanzen kann, noch was anpflanzen. Eben, glaube ich, Krempel loswerden. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, ne? Scheiße. Scheiße, wir haben so viel von allem irgendwie. Hier ist ein Schwein! Das greift dich an! Kannst du es gerade noch? Ja, ich hab den Block gerade versetzt. Ist okay, ich hab's. Ah, danke dir. Kommen die an die rein? Ich hab keine Ahnung. Ist mir echt ein Rätsel. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir im Berg... Wir müssen die Tür zulassen. Es kann doch nicht sein, dass in dem Berg kein... Ja, da kommt das nächste, aber das ist gerade nicht durch die Tür gekommen. Irgendwie hab ich das dumm... Doch, das kam durch die Tür. Ich hab das ja gesehen. Sicher? Ja? Ja. Ja, das zweite ja, aber das erste nicht. Nee, doch, das erste kam durch die Tür. Also nicht jetzt von denen, die jetzt kamen, sondern das, was am Anfang... Warte mal, hier ist auch offen. Alter! Hier kamen, die können die auch rein. Die können von unten reinkommen auch. Ich setz mal hier, mach mal hier gerade zu. So. Das ist jetzt also durch die Tür geglitscht, voll gut. Ah! Ich komm nicht mehr hoch. Ich hab's auch umgebracht, oder? Ich bin mir fast sicher. Nicht mehr hoch. Hä? So. Warte mal, das können wir mitnehmen, das spendiere ich dem nicht. Kann ich nämlich hiermit zumachen. Haha. So, mal gucken. Huch, hast du dir zufällig ein Stone-Dingens gecraftet? Kann sein. Ja, Stone habe ich jede Menge reingetan. Die kannst du nicht. Nee, ich meine ein Stone Mining Cell. Ja, aber der funktioniert bei mir eh wieder. Insofern kannst du den auch mitnehmen oder in die Kiste. Nee, ich hab den in die Kiste gepackt. Und ich habe dir noch so ein Dingens, so ein Extractor in die Kiste gelegt. Super. So, und was ich jetzt nochmal ganz kurz mache? Manchmal verstehe ich die Steuerung einfach nicht, ehrlich nicht. Guck mal. Hier in unserer Lounge-Ecke. Der passt das natürlich überhaupt nicht hier hin. Wir brauchen Wände. Ne? Irgendwas. Davon was denn für Wände? Was denn für Wände? Was denn für Wände? Ich glaube, Wood bräuchten wir noch ein bisschen. Ich habe jetzt noch 65. Also ich kann Stacked Stone Walls machen und Stairs. Ich kann auch Stairs machen. Pass auf, komm mal gerade mit mir vor die Tür. Was ist für eine Ansage? hä? Oh. Okay, verstehe. Du willst mich also verarschen, das ist der Grund. Oh, der ist aus unserer Bude gekommen. Das kann doch nicht sein. Wie kann der da sein? Ich habe keine Ahnung. Die können doch spawnen, die in unserer Hütte? Alter, das wäre aber low. Das Spiel ist bugfrei, daran kann es nicht liegen. Alter, vor allem, weißt du, was das Schlimmste daran ist? Kann man das jetzt nicht da hinsetzen, den scheiß Block? Doch, kann man. Was denn? So, hier dachte ich, machen wir so ein Vorgärtelchen. Und dann machen wir hier eine Leiter runter, so eine richtige Treppe runter, ja? Den Baum können wir auch überlassen und den Dings habe ich hier rüber gesetzt. Siehst du, die Crafting Table. Ist so, besser. Hier draußen haben wir dann auch noch eine. Ist doch ganz süß, ne? Können wir vielleicht, wenn man es anpflanzen kann und so. So. Guck mal, hier so auf die Ecke, so ein Baumstamm einfach. Ja, kann man machen, finde ich gut. Dann können wir oben noch eine Laterne draufsetzen irgendwann. Genau, und hier machen wir mit Zäunen dann zu. Genau, und hier brauchen wir nur einen Zaun. Ein Woodgate haben wir auch schon in der Kiste. Okay, dann brauchen wir Treppenstufen. Die kann ich eben machen. Da habe ich, glaube ich, alles, okay, was dann ich brauche. Boah, Alter, was war denn da? Ich habe die Tür zugemacht, während du sie aufgemacht hast, glaube ich. Und dann hatte ich übelst den Speeder. Richtig schnell war ich gerade. Alter. Muss nur gucken, dass du nicht wegfliegst dann. Ich baue mal oben weiter einfach leer, ne? Wie viel haben wir denn hier? Oh, da bin ich ja schon am Ende, okay. So, ich weiß nicht, ich pack die mal in die Kiste gerade, die Stairs, ne? Alles 12 klar. Stück. Die kannst du auch versetzen darunter, die Treppe, wenn du willst. Bau die doch. Ach so, wo denn? Wo soll ich die hinmachen? Zur Leiter hin brauchen wir eine Treppe, damit wir da immer ganz geschmeidig hochkommen, weißt du? Okay, ah, hier. Ich verstehe. Theoretisch kann man noch eine riesen Treppe nach unten bauen, dann ist die Leiter nicht so gefährlich. Die Treppe ist auch nicht weniger hier können gefährlich. Wir auch eine Glasfront machen, Alter. Guck mal, wo ich hier stehe. Warte. Ich mache hier gerade die Treppe hin. So. Oh, das ist falsch.
Hier ist alles super symmetrisch. Das würde es nur, es passt dann natürlich nicht mehr mit unserer Eingangstür, aber das ist egal. Ach, da oben bist du. Die kann man neu bauen. Da kann man, super Dingens machen. Eine Terrasse da auch, oben. Ne? Ja. Sollen wir die rüberziehen? Geil. Bis zu den Pfeilern einfach? Das ist doch Hammer. Ja, das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil sonst hast du hier die Aussicht nicht mehr vom Garten. Ja, das stimmt. Aber da oben halt die Glasfront finde ich schon ganz cool. Machen wir einfach eine Glasfront, weil dann können wir noch eine fette Terrasse aufs Dach bauen. Boah, geile Hütte wird das, Alter. Kack die erste voll gegen ab, Alter. Der traue ich keinen gar nicht mehr. Ne? Ich guck mal ganz kurz, warte mal, wenn ich jetzt. Ich mache hier mal ganz so mit Steinboden. Vorsicht. Hier. Boah, das darf uns niemals passieren, dass wir diese. Vorsicht, warte, bevor du jetzt eine Wand hinmachst. Warte, guck mal. Mhm. Wie ist denn das, wenn man da jetzt irgendwie so eins, zwei, wenn man da so eine Dreierterrasse hinmacht? So ein Balkon, ne? So ein Balkönelchen. Genau. Ja, finde ich gut. Ist doch super. Sogar da und vom Ende würde ich das wegnehmen. Ich kann aber auch hier den Baum wegnehmen eben hier. Zack, dann kannst du es machen. So, wobei der ganz cool aussieht. Nee, ich würde den Balkon generell so ein bisschen. Nee, lass mal ruhig weg. Von unten sieht das besser aus, wenn das nicht ganz so riesig ist. Ach, da guck mal, wir haben wieder Besuch. Ja, easy. Nee, das war hier im Vorgarten. Okay, dann lasse ich da so eine Mini-Terrasse. Schön. Mit dem Zaun und so. Alter, das wird richtig geil. Ey, dann mach doch gerade den. Hier können wir so einen Weg mit Wood machen ins Haus rein. Scheiße, die Tür ist nicht symmetrisch. Die müssen ja nicht die hier Tür sein. Ja, die Tür passt leider nicht. Das ist das Doofe daran. Lass uns das wegbauen. Nee, lass mal. Weil sonst müssen wir die Wand wieder komplett versetzen. Alles komplett innen. Nee, ist doch egal. Wenn die Tür hier ist, ist doch super. Warte, nein, guck mal von innen. Nein, hä? Achso, ist dann von innen nicht symmetrisch? Genau. Okay. Dann lass es von außen lieber asymmetrisch oder so. Da kann man ja mal aber so zudrücken. Könnten wir genau den Weg hier hin machen. So einen Weg, weißt ja, du? Genau gerade hier so. Ich weiß. Ich find's irgendwie. Oder wir machen eine Doppeltür. Trotzdem ist symmetrisch, so oder so. Mhm. Ja, von innen wird's nicht symmetrisch. Da müssen wir die Wand einen breiter machen, dann ging's. Können wir die einen breiter machen, easy? Ne, ist voll die Arbeit, ne? Ja. Oder auch die Leiter und so alles neu machen, ist auch voll doof. Oder die ganze Terrasse draußen. Zurück. Ja, komm, ja. Hast recht. Da drücken wir jetzt mal ausnahmsweise ein Auge zu, obwohl ich ja sonst immer Bauchschmerzen kriege, aber ich drücke da jetzt auch mal ein Auge zu. Das kalte Kotzen gerade. Ja, ist widerlich einfach. Das ist zum Kotzen, also ey, ganz ehrlich, ey. Also wenn ich das nochmal sehe bei euch hier, so ein Scheiß, dann gucke ich nie wieder eine Folge. Juhu. So, wie kann man diese Glaslaternen machen? Das interessiert mich immer noch. Glas haben wir, Kohle haben wir, Stone Rod. Ah, ich kann Glaslaternen machen. Geil. Stone Rod und Wood Rod. Warte. Damit können wir uns vielleicht auch die Viecher vom Hals halten. Aber bald will ich ja mal mit dir in eine Höhle gehen. So? Das hört sich falsch an. So, solange du nicht meine dunklen, nee, meine tiefen Wege erkunden willst, ist mir das egal. Dragon Age 2. Ja, die tiefen Wege. Oh Gott, jetzt hast du nein. Jetzt fragen alle Leute, was ist mit Dragon Age, Gronk? Nee. Hab ich ja schon überall gesagt. Boah, ich find diese Glaswand immer noch geil. So, ich find die auch super cool. Das ist eine tolle Idee, echt ohne Scheiß. Also es macht richtig Spaß, da so lang zu flanieren. Ne? Auch so der Tisch stört jetzt ein bisschen hier, muss ich zugeben. Der muss noch woanders hin. Vielleicht kommt der oben hin. Und dann machen wir hier so eine kleine Sitz... Ah, warte mal, da fällt mir was ein. Oh. Machen wir diese Glasausbuchtung auch hier, selbe Stelle? Warte mal. Zumindest fast selbe, ganz selbe werde ich da nicht treffen können, glaube ich, sonst... Oder? Warte mal, schon drüber. Warte mal. Ah, Vorsicht. Ah, geh mal weg. Okay, mal. Sorry. Oder... Hä? Wie zur Hölle, der kam von oben reingefallen gerade. Das kann doch nicht sein, dass hier unser Hut auftauchen, Alter. Komisch. Ah, doch, von hier kann er rübergekommen sein, tatsächlich. Das eine Schwein auch. Aber ist schon sehr strange, also. Okay, hier ist die Glasfläche also. Das lassen wir dann auch. Komm mal gerade hier hoch, du brauchst, kannst gläsern, Alter. Ja, warte, ich mach gerade eben noch eine Glaslaterne. Huch, was kann ich hier bauen? Ach, Steinleitern kann ich jetzt auch bauen. Das wird immer mehr hier. Ja, das wird immer mehr. Sagt hier. Und kleine Holzschemel kann ich jetzt auch bauen. Was ist denn los? Aber bau gerade mal hier diese Glasdings. Das wird mir einiges erleichtern. Weil ich dann sehe, wie wir das hier ausbauen können. Du kannst hier einfach Glaswand weiter hochbauen, theoretisch. Hier einfach, guck mal, siehst du die Glasfläche hier, die du gebaut hast? Die kannst du jetzt einfach weiter hochbauen. Einfach weiter hoch. Okay, genau. Ich hab nur noch 5 Glas übrigens. Ja, müssen wir neues produzieren.
Dann mache ich hier mal zu in der Zeit. Boah, dann können wir da oben jetzt nochmal hochgehen und eine richtig fette, mega geile Dachterrasse bauen. Das wird richtig cool. So, wo mache ich das am besten hin? Das, nur mal so testweise, wie sieht denn das aus, wenn ich das... Hä, wo sind die? Die Flint? Hä? Wo sind die Lampen, die ich gerade gebaut habe? Gerade Lampen gebaut. Ach da. Was denn? Ich lasse nur das. Hä? Ach so. Der Raum oben ist ein bisschen kleiner, weil der jetzt das Vordach hat, aber das ist nicht schlimm, finde ich. Warte mal, wie weit geht's denn da noch nach oben eigentlich? Ach du Scheiße. Okay. Schlecht. Ich überlege gerade. Ja. Ja, obwohl da können wir es lieber abharvesten. Soll ich dir mal 4 Blöcke hochmachen, den Raum hier? Oder nur 3 auch? Ach, kannst du gerne 4 hochmachen, das ist ja Wurst. Er ist halt sehr hoch, dann sehr großzügig nach oben. Vielleicht sind wir das nicht over. Alle? Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Krass, wie der Schwein hier die ganze Zeit probiert, hier um die zu kommen. So, das ist Geschichte. Genau. Ich überlege echt... Ach cool, das ist ja richtig geil mit den Laternen, Alter. Das sieht Hammer aus. Müssen wir den Zaun noch komplettieren. Alter, das wird voll cool hier, ey. Ohne Scheiß, oder? Ich denke, das kann man so anbieten. Auch drin ist es jetzt hell in jeder Ecke. Ja. Das heißt, die Viecher verbrennen dann auch hoffentlich. Es sieht fast zu modern aus, aber egal. Eigentlich cool. Doch, es sieht geil aus. Fehlt noch was beim Glas? Ah ne, da haben wir keine Ecke. Müsste ich theoretisch hier hin machen. Ja, Glas hast du gerade gebaut, oder? Oh, ich habe keine Laterne mehr. Ich habe keine Laterne mehr. Egal. Wähle mal da schnell wieder zu. Was jemand sieht. Obsidian werden wir doch nie finden, ey. Da müssen wir wahrscheinlich richtig tief irgendwo rein. Ach, cool. Also, ich hab 2 Obsidian-Ohr. Ich weiß aber nicht, wo ich die her habe. Stone Path. Alter, den bauen wir. Damit bauen wir den Weg. Oh. Das ist ja geil. Ich probiere das mal aus gerade. Ach, guck mal, wir können noch eine Stone Door bauen. Vielleicht ist die besser. Soll ich mal? Ja, gerne. Ah, schade. Mir fehlt jetzt... Ich hab nur eine, leider. Oh, Obsidian-Ohr kann ich... Guck mal, das Schwein ist wieder da. Cool. Ich mache mal die Tür zu gerade. Und ich muss sie ja austauschen. Ihr dürftet sich eigentlich nicht mehr verwandeln dürfen, ne? Weil hier ist er so hell jetzt. Ja, eigentlich müssen wir jetzt als schweinisches Dingchen halten können. Das kleine Schweinerei. So, und pass auf, so sieht die Stone-Tür aus. Ist krass. Ich weiß nicht, welche schöner. Boah, geil. Ja, doch, das passt rutzlig, besser, ne? Sieht aber ganz cool aus. Ja, finde ich auch. Ja, ist gut. So, und jetzt kann ich hier den Path bauen. Den Path... Hallo? Mach mal zu, lieber, bevor das Schwein abhaut, ne? Jo, ich geh mal... Ah ja, Glas wollte ich noch mal ganz kurz brutzeln. Geht natürlich mit Sand. Ich mach einfach so einen Dreierpfad hier hin. Er hat Dreier gesagt. Ich weiß nicht, ob das cool aussieht am Ende. Ich probier's mal aus einfach, ja? Natürlich, natürlich. So, ich bastel uns mal ganz kurz wieder ein Glas. Ach doch, das ist echt cool. Nice. Komm mit. Ich mach das einfach so ein bisschen schief dann den Weg. Das wird ja, genau, das ist gut, das ist gut. Sieht süß aus, Alter. Ich hab sogar noch ein paar Plänzchen, die war draußen. Ach, guck mal hier. Sieht echt ganz nice aus. Ja, wenn wir jetzt noch ein paar Pflänzchen hier. Vielleicht ein bisschen ruckelig und. Ich hatte ja auch hier 2 Setzlinge gesetzt, die sind aber irgendwie weg. Ach, du warst das. Ich hab da übrigens draußen 2 Setzlinge gefunden. Und ich dachte, hier sind ja Setzlinge, wie cool. Nimmst du mal mit. Und damit verabschieden wir uns für diese Episode. Warte, ein Setzling. Nein, das ist doch voll der geile Cliffhanger.
Nee, mach hier, hier machen wir Zaun hin. Hier machen wir Zaun hin. Mach den hier. Ja, aber hier da außen. Guck mal, da außen. Schon. Da unten. Guck mal hier. Da außen unten. Voll der schöne Baum. Hier? Hier so. Hier so. Aber hier wird es zu dunkel. Wenn wir das hier machen, wird es zu dunkel. Ne? Hier würde so mal Blümchen hinsetzen oder sowas. Ja, gut, da hast du natürlich recht. Hier vielleicht eher, so bei der Treppe. Hier, pass auf, hier. Oder? Okay. Ja, ist cool. Finde ich auch. Mal gucken, was da passiert. Hey, das Schwein ist wieder draußen. Das ist richtig cool, Alter. Eigentlich geil. Es wird immer schöner, ne? Nice. Oh. Da ist der Ofen gerade fertig und wir haben frisches Glas. Perfekt, das muss ich hier oben einbauen. Das mache ich aber, das mache ich erst in der nächsten Folge. Ja, machen wir dann in der nächsten Episode. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Tschö und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.